Nach der Flutkatastrophe in Deutschland nimmt die Soforthilfe für die Betroffenen Form an. Das Bundeskabinett will morgen Hunderte von Millionen Euro auf den Weg bringen. Bayern kündigte an, Geschädigten in einem ersten Schritt jeweils 5.000 Euro auszuzahlen. Ganz andere Summen werden für den Wiederaufbau der Infrastruktur gebraucht. Allein an Straßen und Schienen schätzt der Bund die Schäden auf 2 Milliarden Euro. Vielerorts wurden auch Strom- und Wasserleitungen zerstört. Trinkwasser brauchen sie nun in den Flutgebieten. Deshalb hat das Technische Hilfswerk in Bad Neuenahr eine Aufbereitungsanlage installiert, um die Menschen im Ort zu versorgen. Diese Anlage kann 15.000 Liter in der Stunde produzieren. Das sind mal grob gesagt 75 Badewannen pro Stunde. In den Flutgebieten sind Sauberkeit und Gesundheitsschutz nun eine große Sorge der Behörden. Es wird befürchtet, dass sich verstärkt Corona-Infektionen ausbreiten könnten. Deshalb organisieren die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz und NRW Impfmöglichkeiten für die Menschen. Im bayerischen Schönau am Königssee hat sich das Wasser mittlerweile auch zurückgezogen. Eine Mure ist im Ort heruntergekommen. Die Helfer, darunter auch Bundeswehr und THW, schaffen nun mit allen Mitteln Steine und Erde beiseite. Auch in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen räumen Helfer auf. Den schwer getroffenen Ort besucht heute Bundeskanzlerin Merkel. Die Menschen erhoffen sich von ihr zügige finanzielle Unterstützung. Also sie müssen das Versprechen, was sie jetzt machen, auch wirklich umsetzen, dass die Hilfe auch ankommt finanziell oder was die Leute alle brauchen. Ne? Weil ich bin jetzt seit Mittwoch oder Nacht unterwegs, jeden Tag helfen. Ne? Und ja, schön reden können alle, ne? Nur das Richtige tun, helfen und finanzielle Hilfe ist, glaube ich, jetzt für die Leute das Wichtigste. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will die Bundesregierung morgen eine erste Soforthilfe in Höhe von 400 Millionen Euro beschließen.